In diesem 27. Impulsvideo soll es um die umstrittene Zwei-Zeugen-Regel der Wachturmgesellschaft gehen. Ist sie wirklich ein gutes Mittel, um verborgene Sünden aufzudecken? Wo findet sie Anwendung und wo gibt es auch Grenzen? Diese Regel kam besonders in Verruf wegen Kindesmissbrauchsfälle, die bei Zeugen Jehovas geschehen sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Zeuge, wie auch jeder Katholik, Kindesmissbrauch verabscheut und niemals in den eigenen Reihen dulden würde. Deshalb geht es heute vor allem darum, was die Wachturmgesellschaft den Ältesten an die Hand gibt, um Schuld aufzudecken. Ist diese Zwei-Zeugen-Regel wirklich ein scharfes Schwert? Oder eher ein Wattebausch für hartnäckige Leugner. Gottes Gnade und Wahrheit mögen dich beim Hören und darüber nachdenken begleiten. Nach dem Intro geht's gleich los. In diesem Video werden Lehren der Wachturmgesellschaft mit der Heiligen Schrift verglichen. Durch Gebet, Bibellesen und darüber diskutieren soll Gottes Wille erkannt werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen hoch, aktiviere die Glocke und abonniere den Kanal. Kommentare, die die Würde des anderen achten, sind herzlich willkommen. Die Zwei-Zeugen-Regel. Ein Schutz für Missbrauchstäter. Es geht heute einmal um die Aussagen der Wachturmgesellschaft, dann die Rechtslage. In Deutschland, was sagt die Bibel zu dieser Zwei-Zeugen-Regel? Einmal im Alten Testament, im Neuen Testament. Und dann sollte es nochmal um diese Frage gehen, gilt heute eigentlich noch der alte Bund, wo diese Zwei-Zeugen-Regel direkt auch beschrieben wird. Also das Erste, was sagt die Wachturmgesellschaft dazu? Ein Gary Brough, ein Mitglied des Dienstkomitees der Leidenden Körperschaft, soll selbst zu Wort kommen. Wer den ganzen Vortrag anhören will, die erste Quelle unter der Videobeschreibung führt dich dann dorthin. Was könnte unseren Glauben noch schnell erschüttern, wenn wir nicht auf der Hut sind? Abtrünnige. Was viele Abtrünnige verbreiten, wird von den Medien und anderen aufgeschnappt und weiterverbreitet. Es geht zum Beispiel um unsere biblisch begründete Position, dass zwei Zeugen für ein Rechtskomitee notwendig sind, wenn es kein Geständnis gibt. Schlagt bitte 5. Mose 19, Vers 15 auf. Es zeigt die Grundlage für unsere Position. 5. Mose 19, Vers 15 ist sehr eindeutig. Dort heißt es, kein einzelner Zeuge sollte sich gegen einen Mann hinsichtlich irgendeines Vergehens oder irgendeiner Sünde erheben, im Falle irgendeiner Sünde, die er begehen mag. Auf die Aussage zweier Zeugen oder auf die Aussage dreier Zeugen sollte die Sache feststehen. Eindeutig, oder? Es gibt keine rechtlichen Schritte, wenn es nur einen Zeugen gibt. Aber die Abtrünnigen sagen, schon. Aber das Alte Testament sagt ja auch, dass Ehebrecherinnen gesteinigt werden sollen. Daran haltet ihr euch nicht. Wieso also an die Zwei-Zeugen-Regel? Wenn wir nicht aufpassen, kann uns das verwirren. Wir müssen das richtig durchdenken. Aber wie? Nun, schauen wir uns Matthäus 18, Vers 16 an. Jesus Christus hat schließlich die Christenversammlung gegründet. Und nun schaut mal, was er in Matthäus 18, Vers 16 sagt. Wenn er aber nicht hört, nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen festgestellt werde. Jesus Christus hat diese Zwei-Zeugen-Regel für Christen festgelegt. Das heißt nicht, dass es keinerlei Folgen gäbe, wenn es nur einen Zeugen gibt. Die gibt es vielleicht schon. Das hängt von der Situation ab. Aber die Bibel ist eindeutig.
Bevor ein Rechtskomitee gebildet wird, braucht es entweder ein Geständnis oder zwei Zeugen. Wir werden unsere biblisch begründete Position also nie ändern. Weiter heißt es im Wachturm 2019 auch zu dieser Zwei-Zeugen-Regel: Erfahren Älteste, dass jemandem aus der Versammlung Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, werden sie alles tun, um gesetzlichen Anzeigepflichten nachzukommen und dann eine Untersuchung gemäß biblischen Verfahrensweisen einzuleiten. Bestreite der Beschuldigte den Vorwurf, befassen sich die Ältesten mit der Aussage von Zeugen. Ein Rechtskomitee wird gebildet, wenn die Anklage von mindestens zwei Zeugen gestützt wird. Von dem, der die Beschuldigung vorbringt, und von einer zweiten Person, die das gemeldete oder andere Missbrauchsvergehen seitens des Beschuldigten bestätigt. Fehlt ein zweiter Zeuge, bedeutet das nicht, dass der Beschuldiger die Unwahrheit gesagt hat. Selbst wenn sich eine Anklage nicht durch zwei Zeugen stützen lässt, ist den Ältesten bewusst, dass eine schwere Sünde vorliegen könnte, die tiefe Wunden gerissen hat. Sie werden Betroffenen kontinuierlich Beistand leisten. Außerdem bleiben sie dem Beschuldigten gegenüber wachsam, um die Versammlung vor potenziellen Gefahren zu schützen. Auch heißt es in diesem Artikel: Begeht jemand aus der Versammlung Kindesmissbrauch, macht er der Versammlung Schande. Wie unfair das doch gegenüber von Millionen treuen Christen ist, die einen harten Kampf für den Glauben führen. Wir dulden unter uns niemand, der reulos Böses tut und den guten Ruf der Versammlung schädigt. Halten sich Älteste bei Missbrauchsvorwürfen an gesetzliche Anzeigepflichten? Ja. Wo solche Gesetze bestehen, halten sich die Ältesten daran. Solche Gesetze stehen nicht im Widerspruch zum Gesetz Gottes. Warum sind mindestens zwei Zeugen nötig, bevor die Ältesten in der Versammlung ein Rechtskomitee bilden können? Das verlangt der hohe Gerechtigkeitsmaßstab der Bibel. Liegt kein Geständnis vor, sind zwei Zeugen erforderlich, damit die Ältesten ein Rechtskomitee bilden können. Müssen auch zwei Zeugen vorhanden sein, damit ein Missbrauchsfall den Behörden gemeldet werden kann? Nein, das ist keine Voraussetzung dafür, dass Älteste oder andere eine mutmaßliche Straftat zur Anzeige bringen. Und nun etwas aus dem Ältestenbuch von Oktober 2020. Sexueller Kindesmissbrauch ist vom Standpunkt der Bibel aus eine schwere Sünde. Daher ist dem Opfer, seinen Eltern oder irgendjemand anderes, der den Vorwurf erhebt, deutlich zu erklären, dass er, sie das Recht hat oder haben, den Fall den Behörden anzuzeigen. Die Ältesten werten es nicht negativ, wenn sich jemand zu einer solchen Anzeige entschließt. Das Buch Hütet die Herde Gottes kann man sehr leicht im Internet finden. Man muss einfach nur googeln und das in Anführungsstriche setzen, Hütet die Herde Gottes, und dann kommt man auch dorthin. Aber dieses Buch ist von Seiten der WTG nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Nun, somit wird deutlich, dass Älteste einer Versammlung der Zeugen Jehovas durch ihre Zwei-Zeugen-Regel bei Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung niemals wirklich auf den Grund gehen können. Üblicherweise sind bei solchen Straftaten keine weiteren Zeugen vorhanden. Den Ältesten sind durch diese Vorgaben einfach die Hände gebunden und sie können bei hartnäckigem Abstreiten der Tat nur den Täter laufen lassen. Deshalb ist jedem Zeugen anzuraten, dass er bei einem solchen Verdacht die staatlichen Behörden mit einbezieht, auch wenn es um jemanden aus den eigenen Reihen geht. Dass dies ohne negative Folgen erlaubt ist, wird ausdrücklich im Ältestenbuch genannt.
Wer wirkliche Aufklärung möchte, muss somit den Behörden den Fall übergeben. Warum? Das sehen wir nämlich gleich. Die Rechtslage in Deutschland von 2021. Verdachtsfall und Anzeigepflicht. Das heißt hier, eine generelle Anzeigepflicht bei sexuellem Missbrauch besteht in Deutschland nicht. Wenn Älteste sich nach dem deutschen Recht verhalten wollen, dann müssen sie gar nicht anzeigen. Denn die Pflicht, wie wir hier lesen, besteht nicht. Dies wird damit begründet, dass es den Opfern weiterhin möglich sein muss, sich jemanden anzuvertrauen, ohne dass zwangsläufig Anzeige erstattet und ein Strafverfahren eingeleitet wird. Es besteht somit keine Anzeigepflicht bei Privatpersonen, Jugendämtern, Kirchen sowie anderen religiösen Organisationen wie zum Beispiel der Zeugen Jehovas. Ein wertvolles Dokument, das ich gefunden habe, wo man sich auch ein bisschen in die Thematik einlesen kann, ist dieses Buch Kindesmisshandlung. Was sagt die Bibel über die Zwei-Zeugen-Regelung? Und zwar zuerst mal im Alten Testament. Es geht hier um ihre Anwendung. Hier habe ich zwei Bibeltexte, einmal aus 4. Mose 35 und aus 5. Mose 17. Da heißt es: Jeder, der einen Menschen tötet, soll auf die Aussage von Zeugen hin als Mörder mit dem Tod bestraft werden. Allerdings darf niemand aufgrund der Aussage eines einzigen Zeugen mit dem Tod bestraft werden. Dann die andere Stelle. Angenommen, in einer der Städte, die dein Gott Jehova dir gibt, findet sich jemand aus deiner Mitte, ob Mann oder Frau, der etwas tut, was in den Augen deines Gottes Jehova schlecht ist und seinem Bund bricht. Der Betreffende kommt auf Abwege und betet andere Götter an. Er beugt sich entgegen meiner Anordnung vor ihm und vor der Sonne, dem Mond oder dem ganzen Heer des Himmels. Wenn dir das mitgeteilt wird oder du darauf hörst, dann untersuche die Sache gründlich. Stellt sich heraus, dass in Israel tatsächlich so etwas Abscheuliches geschehen ist, dann bring den Mann oder die Frau, die so etwas Schlechtes getan hat, zu den Stadttoren hinaus. Der Mann oder die Frau soll gesteinigt werden. Der Betreffende darf nur aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen mit dem Tod bestraft werden. Die Aussage eines einzigen Zeugen genügt dafür nicht. Also hier die Zwei-Zeugen-Regelung wurde im Alten Testament oder im Alten Bund jetzt hier, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, bei Tötungsdelikten sowie Götzendienst angewendet. Zwei weitere Fälle, da heißt es in 5. Mose 19, Vers 11, falls jedoch ein Mann seinen Mitmenschen gehasst und ihm aufgelauert hat und ihn so verwundet hat, dass er gestorben ist, und der Mann in eine dieser Städte geflohen ist, dann sollen die Ältesten seiner Stadt ihn von dort holen lassen und ihn dem Bluträcher ausliefern. Er soll sterben. Du sollst kein Mitleid mit ihm haben. Befreie Israel von der Schuld für das Vergießen von unschuldigem Blut, damit es dir gut geht. Dann weiter. Wenn du dein Erbe in dem Land erhältst, das Jehova, dein Gott, dir als Besitz gibt, darfst du die Grenzmarkierung deines Mitmenschen nicht verletzen. Sie muss an dem Ort bleiben, den die Vorfahren festgelegt haben. Ein einziger Zeuge reicht nicht aus, um jemand irgendeines Vergehens oder einer Sünde zu überführen. Die Sache soll durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Auch bei diesen beiden Straftaten soll die Zwei-Zeugen-Regel angewendet werden. Es wird nochmal der Mord erwähnt und dann die Missachtung der gottgegebenen Grenzen innerhalb von Israel. Nun die Zwei-Zeugen-Regel und ihre Grenze. Das sehen wir in 5. Mose 19.
Falls ein Zeuge mit böser Absicht gegen jemand aussagt und ihm eine Übertretung zur Last legt, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit haben, vor Jehova treten und vor die Priester und die Richter, die zu der Zeit im Amt sind. Die Richter sollen gründlich nachforschen. Und wenn der Zeuge eine Falschaussage gemacht und eine Falschanklage gegen seinen Bruder vorgebracht hat, dann sollst du mit ihm dasselbe tun, was er für seinen Bruder geplant hatte. Beseitige das Schlechte aus deiner Mitte, die übrigen werden davon hören und sich fürchten, und in deiner Mitte wird nie wieder so etwas Schlechtes getan werden. Du sollst kein Mitleid haben. Es gilt Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. In diesem Fall konnte man keinen zweiten Zeugen bestimmen und so mussten die Richter gründlich nachforschen, um ein Urteil fällen zu können. Dass dieses Nachforschen sehr unterschiedlich ausfallen kann, zeigt das weise Urteil von Salomo. Auch hier die Grenze der Zwei-Zeugen-Regel, da wurde sie auch nicht angewandt. Es geht ja darum, dass ja zwei Frauen, die hatten zwei Kinder und ein Kind ist gestorben. Sie lebten zusammen und die eine Frau hat sich das lebende Kind genommen und hat gesagt, das ist mein Sohn oder das ist mein Kind. Und dann musste quasi Salomo eine weise Entscheidung treffen. Ich lese aus dem Bibeltext. Schließlich sagte der König, diese Frau hier behauptet, das lebende Kind ist mein Sohn und dein Sohn ist tot. Und die andere sagt, nein, dein Sohn ist tot und meiner lebt. Da befahl der König, bringt mir ein Schwert. Und man brachte ihm eins. Teilt das lebende Kind in zwei Teile und gebt jeder Frau eine Hälfte, sagte der König. Die Frau, deren Sohn lebte, hatte starke Muttergefühle und flehte den König an, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, ihr dürft es auf keinen Fall töten. Die andere Frau dagegen sagte, es soll weder mir noch dir gehören. Sie sollen es in zwei Stücke teilen. Darauf befahl der König, gebt das lebende Kind der ersten Frau. Tötet es auf keinen Fall, sie ist seine Mutter. Ganz Israel hörte von dem Urteil des Königs und das Volk hatte großen Respekt vor dem König, denn es sah, dass Gott ihm Weisheit gegeben hatte, so dass er gerechte Entscheidungen fällen konnte. In dieser Verhandlung, wie gesagt, musste man auf die Zwei-Zeugen-Regel verzichten und doch sollte ein Urteil gefällt werden. Gott half Salomo durch die Weisheit, die er von ihm bekommen hat. Es gab also auch im Alten Testament noch weitere Elemente, um ein richtiges Urteil zu fällen. Hier setzte Salomo auf die Liebe der wahren Mutter. Zwei weitere Fälle im Alten Testament, wo die Zwei-Zeugen-Regelung nicht angewandt wurde. Da heißt es, falls ein Mann in der Stadt eine Jungfrau trifft, die mit einem anderen verlobt ist und sich zu ihr legt, dann sollst du sie beide zum Tor dieser Stadt hinausführen und steinigen. Das Mädchen, weil es in der Stadt nicht geschrien hat, und den Mann, weil er die Frau seines Mitmenschen gedemütigt hat. So sollst du das Schlechte aus deiner Mitte beseitigen. Falls der Mann das verlobte Mädchen jedoch auf dem Feld getroffen hat und sie überwältigt und bei ihr gelegen hat, dann soll nur der Mann, der sich zu ihr gelegt hat, sterben. Es liegt der gleiche Fall vor, wie wenn ein Mann seinen Mitmenschen angreift und ihn ermordet. Denn er hat sie auf dem Feld getroffen und das verlobte Mädchen hat geschrien. Aber da war niemand da, der ihr zur Hilfe kam. Bei beiden Beispielen in der Stadt oder auch auf dem Feld wird die Zwei-Zeugen-Regel nicht angewendet. Es werden nur Indizien berücksichtigt. Was besonders auffällt, ist, dass bei dem verlobten Mädchen, das auf dem Feld diese Gewalt erlebte, Hilfeschreie vorausgesetzt wurden. Wie ist es aber, wenn Kinder missbraucht werden? Kann man bei ihnen nicht in gleicher Weise davon ausgehen, dass sie natürlicherweise eine solche Tat nicht wollen und sich auch dagegen wehren möchten? Die Zwei-Zeugen-Regelung im Neuen Testament.
Hier ist die einzige Stelle, wo diese Regelung angewendet wird. Dort heißt es, die Ältesten, die in ihrer Führungsaufgabe gut nachkommen, haben doppelte Ehre verdient. Vor allem die, die sich im Reden und Lehren voll einsetzen. Steht doch in den Schriften, du darfst einem Stier das Maul nicht zubinden, wenn er das Getreide trischt und der Arbeiter hat seinen Lohn verdient. Nimm keine Anklage gegen einen älteren Mann an, außer sie stützt sich auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Dies ist die einzige Bibelstelle, die eine Zwei-Zeugen-Regel zur Anwendung bringt. Jedoch wird dadurch ein spezieller Schutz für die Ältesten einer christlichen Versammlung beschrieben. Wenn Älteste, die eine Gemeinde führen sollen, zu schnell angeklagt werden, dann hat das eine Auswirkung auf die ganze Versammlung. Älteste können unter einem besonderen Beschuss von Menschen stehen, die der Versammlung schaden wollen. Deshalb soll ein Fehlverhalten von einem Ältesten durch zwei oder drei Zeugen beglaubigt werden. Diese Regelung trifft jedoch nie auf mögliche Täter sexuellen Missbrauchs zu. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird dem Opfer ohne die Zwei-Zeugen-Regel Vertrauen geschenkt. So wird der Fall auch ohne andere Zeugen beurteilt. Eine weitere Bibelstelle, die aber diese Zeugenregel nicht unterstützt, lesen wir in Matthäus 18, 15 bis 17. Und wenn dein Bruder eine Sünde begeht, dann geh und mach ihm den Fehler unter vier Augen bewusst. Hört er auf dich? Dann hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er aber nicht auf dich hört, nimm noch eine oder zwei Personen mit, damit alles durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er nicht auf sie hört, dann wende dich an die Versammlung. Und wenn er nicht einmal auf die Versammlung hört, dann soll er für dich genauso sein wie jemand aus einem anderen Volk oder wie ein Steuereinnehmer. Mit dieser Anweisung hat der Herr Jesus, wie schon gesagt, nicht die Zwei-Zeugen-Regelung eingeführt. Die Sünde des Bruders wurde nur von einer Person gesehen. Diese soll ihn darauf aufmerksam machen, und zwar unter vier Augen. Es war also kein weiterer Zeuge da, als die Tat begangen wurde. Wenn nun der Beschuldigte nicht einlenkt, dann soll derjenige, der ihm helfen will, einen anderen als Zeugen mitnehmen. Und wenn dies nicht fruchtet, kommt die ganze Sache nicht vor ein Rechtskomitee, sondern vor die ganze christliche Versammlung. Jeder soll sich mit diesem Fall beschäftigen, sicherlich auch dafür beten, sich beraten, weiter nachdenken, wie es weitergehen soll. Eindeutig ist, dass diese Anweisung des Herrn Jesus die Zwei-Zeugen-Regel nicht unterstützt, da es nicht um das Beobachten einer Sünde geht, sondern um die darauffolgende Hilfe für den Sünder. Wie ist es, gilt heute dennoch der alte Bund und damit auch diese Zwei-Zeugen-Regelung? Hier sind drei Bibelstellen, die etwas zu dem alten Bund sagen. Einmal Römer 10. Da sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten, es geht hier um die Juden, die noch im alten Bund leben, sondern versuchen, ihre eigene aufzurichten, unterwarfen sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Christus ist nämlich das Ende des Gesetzes, sodass jeder, der glaubt, als gerecht betrachtet werden kann. In Galater 3 steht, bevor jedoch der Glaube kam, es bezieht sich auf den Glauben an Christus, ja, wurden wir vom Gesetz bewacht, das ist der alte Bund. Wir wurden in Gewahrsam gegeben und wir sahen dem Glauben entgegen, der offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Betreuer geworden, der zu Christus führt, damit wir durch Glauben für gerecht erklärt werden können.
Jetzt aber ist der Glaube gekommen und wir unterstehen nicht mehr einem Betreuer. Also das Gesetz war der Betreuer und jetzt stehen sie nicht mehr darunter. Hebräer 8, da heißt es, ich werde mit ihren ungerechten Taten barmherzig umgehen und ihre Sünden werde ich mir nicht mehr in Erinnerung rufen. Wenn er von einem neuen Bund spricht, hat er den früheren für veraltet erklärt. Und was veraltet ist und alt wird, ist bald verschwunden. Mit dem Werk des Herrn Jesus, der für die Sündenschuld der Welt sein Leben gegeben hat, hat Gott den Menschen einen neuen Bund angeboten. Das alttestamentliche Bundesgesetz wurde durch den Glauben an Christus ersetzt und somit abgeschafft. Die Zwei-Zeugen-Regel gehört, wie auch die Steinigung von Ehebrechern, eindeutig zum alten Bund. Zum Schluss. Gary Brough sagte, wir werden unsere biblisch begründete Position nie ändern. Tatsächlich ist es so, dass wenn Angelegenheiten wie Kindesmissbrauch oder auch andere sexuelle Gewalttaten den Ältesten einer Versammlung überlassen werden, diese in der Regel im Sand verlaufen. Dies geschah traurigerweise in Australien, in Belgien, Neuseeland, Niederlande und Deutschland. Ich habe hier einige Quellen in der Videobeschreibung, die kann man sich mal anschauen. Die Wachturmgesellschaft hat es bei der Gerichtsverhandlung der Australian Royal Commission versäumt auf die Frage, sollte man gemäß der Bibel bei Vergewaltigung die Zwei-Zeugen-Regel anwenden, mit einem klaren Nein zu antworten. Also sie hat es einfach nicht gemacht. Im neuen Ältestenbuch ist das ganze Kapitel 14 mit 30 Unterpunkten nur dem Thema Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung gewidmet. Dabei erkenne ich, dass die WTG auf diesem Gebiet sensibilisiert wurde. Viele Zeugen Jehovas leiden darunter, dass auch ihre Organisation mit Kindesmissbrauch in ihren Reihen zu kämpfen hat. Möge Gott Gnade schenken, dass die Leitung umdenkt und anhand der Heiligen Schrift ihre Praxis überdenkt und die Zwei-Zeugen-Regel in Bezug auf dieses Thema wirklich fallen lässt. Dieses Thema ist hochsensibel und mit vielen Emotionen beladen. Ich werde jeden Kommentar löschen, wenn pauschal die Zeugen Jehovas wegen dieses Themas angegriffen werden. Mein Ziel von all meinen Videos ist, Hilfe anzubieten und alternative Wege aufzuzeigen. Für konstruktive, mitfühlende und ergänzende Kommentare bin ich sehr dankbar. Sei dem Herrn Jesus anbefohlen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.